Gestatten Sie mir nur noch zwei Anmerkungen zu den neuen Enthüllungen über den großen Lauschangriff gegen die Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin ist jetzt aufgefordert zu erklären, hat sie am 11. Oktober 2011 tatsächlich ein Telefongespräch geführt, in dem sie zur Griechenland-Frage gesagt hat, dass sie ratlos ist, und hat sie im Übrigen auch den sonstigen Inhalt des jetzt bekannt gewordenen Gesprächs so gesagt. Wenn sie das bestätigt, dann ist bewiesen, dass die Bundeskanzlerin abgehört wird von der NSA. Dann kann der Generalbundesanwalt mit seiner Argumentation, er habe keine Anhaltspunkte dafür, dass hier ein solches Abhören stattgefunden hat, werden durchkommen. Da muss er sofort ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einleiten, um zu klären, wer hat diese schwere Straftat begangen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir müssen von der Bundesregierung möglichst heute noch von ihrem Beauftragten erfahren, ist die neu bekannt gewordene Selektorenliste von 69 Selektoren der Bundesregierung oder dem Bundesnachrichtendienst zu irgendeinem Zeitpunkt aufgefallen? Befinden sich diese Selektoren in den Selektorenlisten, die im Kanzleramt liegen? Oder ist bei Kontrolle der Selektoren durch den BND irgendwann festgestellt worden, dass diese Selektoren unerlaubterweise, weil sie sich ja gegen deutsche Ziele richten, enthalten gewesen sind? Wir müssen sofort Aufklärung darüber haben, weil die Bundesregierung muss nach allem, was wir jetzt wissen, davon ausgehen, dass dieses Ausspionieren nicht nur des Kanzleramtes, sondern das Ausspionieren auch der gesamten Bundesregierung und der Ministerien, die für Handelsbeziehungen, die zuständig sind, die mit den Verhandlungen befasst sind, die mit den Geheimnissen befasst sind, wie man solche Verhandlungen führt und mit welchem Ziel man sie genau führen will und mit welchen Argumenten, dass, wenn die ausspioniert werden, dann hat die Bundesregierung in allen Verhandlungen, auch zu TTIP, einen klaren Verhandlungsnachteil. Das muss sofort aufgeklärt werden. Und ich werde heute hier die Zeugen, die wir heute hören, Herrn Kofalla, aber auch Herrn Heiß, der ja noch weiter im Bundeskanzleramt an führender Stellung tätig ist, fragen, will die Bundesregierung weiterhin die Behauptung aufrechterhalten, dass sich die NSA gegenüber der deutschen Bevölkerung, gegenüber deutschen Unternehmen, gegenüber deutschen Regierungen an Gesetz und Recht hält hier in Deutschland? Oder verletzt nicht die NSA ganz eindeutig nicht nur deutsches Gesetz und Recht, sondern macht sich sogar in erheblichem Maße strafbar? Was will die Bundesregierung dagegen unternehmen? Da kann man nur sagen, Strafverfolgungsbehörden, übernehmen Sie den Fall, und zwar sofort.